Einen wunderschönen guten Morgen hier bei uns. Auch wenn es regnet, das freut natürlich unser Farmerherz, denn wir müssen heute nicht gießen. Ja, herzlich willkommen zurück zu Wildflowers. Ich sehe aber gerade, wir müssen nicht gießen, aber ja, wir können die Baumwolle rausholen. Sehr geil. Das heißt, wir können das abgeben. Was pflanzen wir denn jetzt noch? Am besten... ich bin mir gerade nicht sicher. Ich glaube, den Hopfen haben wir links gemacht. Wenn mich nicht alles täuscht. Aber wir sollten vielleicht tatsächlich nochmal ein paar Erdbeeren machen. Weil falls nochmal irgendwie eine Erdbeerquest oder sowas kommt, das wäre vielleicht ganz günstig. So, okay, der Honig, der braucht noch eine ganze Weile. Da brauchen wir nichts zu machen. Wie lange dauert das hier noch? Oh, 5 Stunden fast. Na gut, der braucht auch noch ein paar Tage. Ja, unser Bötchen liegt da und kann nicht genutzt werden. Kitty hat auch schon keine Lust mehr. Die denkt sich, was für ein Versager. Da hau ich lieber ab, da lasse ich mich nicht von streicheln. Nein, ich denke eher, dass Kitty wegen dem Regen jetzt keine Lust mehr hat. Kann man ja irgendwie auch verstehen. So, dann gehen wir erstmal nach hier oben ins Wäldchen rein und gucken mal, ob wir noch irgendwas ausgraben können oder... Oh ja. Oder noch was einsammeln können. Minze haben wir jetzt noch eine dazu bekommen. Das ist schon mal sehr schön. Und nochmal 2 Buddelstellen. Is it a... It is a recipe. Ja, perfekt. Ein Rezept für Bobotier. Keine Ahnung, wonach das aussehen soll. Das sieht so ein bisschen wie ausgekotzt aus. Also zumindest das daneben. Entschuldigt bitte, aber das war jetzt wirklich ein bisschen... seltsam optisch. Könnte natürlich auch Reis oder sowas. Also, hört es jetzt blöd an, aber Reis sieht ja, je nachdem wie es zubereitet worden, das sieht ja so ein bisschen ähnlich aus. 2 Mal Geld, sehr schön. Leider ist es nicht viel, was wir dann immer bekommen, aber immerhin, ne? Ich meine, so, wir haben ja übrigens noch etwas drinstehen. Ach so, ja genau, dass wir das abgeben können, okay. Da kümmern wir uns auch gleich drum. Das machen wir doch nicht ganz sofort. Was wir... Ach so, ja, ich wollte ja noch was nachgucken, weil ich habe mir das Video angeguckt, als ich das geschnitten habe gestern. Ich habe ja im Moment nicht mehr so viel Vorlaufzeit, um nicht zu sagen gar keine Vorlaufzeit mehr, durch die... Oh, hallo Kitty, durch die ganzen Handwerker diese Woche, die hier gewesen sind. Und dann auch immer gebohrt haben und... naja, ich habe es ja, glaube ich, schon mal erzählt. Oh, wir haben sogar 2 Mal Katzenfell erhalten. Das ist schön. Danke, Kitty. Bevor wir jetzt irgendwas machen, glaube ich, sollte ich mich aber noch um meine Tiere kümmern, die keine Lust haben, draußen im Regen zu stehen, so wie es aussieht. Können wir dich mal kurz füttern? So, und ein bisschen lieb haben natürlich auch. Wir haben noch 14 Mal Futter. Ich würde sagen, so, wenn wir noch 10 übrig haben, dann gehe ich auf jeden Fall... Ja, du auch, was? Dann gehe ich auf jeden Fall nochmal Neues kaufen. So, ich weiß gar nicht, wann das eigentlich zum Huhn geworden ist, das eine Küken. Ich kann 6 Stück auf einmal haben, okay. Muss ich schauen, muss ich auf jeden Fall dann auch nochmal neue holen. Wobei wir jetzt natürlich nicht so viele Eier brauchen, muss ich dazu sagen. Also zumindest im Moment noch nicht. Eigentlich brauchen wir ja gar keine, wenn ich so drüber nachdenke. Weil wir machen ja im Prinzip im Moment nichts damit. Oh, das sieht so niedlich aus. Oh, oh. Ah, da geht mein Herz auf. So ein kleines Kälbchen für zu Hause. Das wäre doch schön. Nein, okay, für zu Hause vielleicht nicht unbedingt, aber... So, wir müssen heute, glaube ich, jetzt nichts extra machen, soweit ich weiß. Dann kann ich das mal kurz hier einsammeln. Weil ich lasse nämlich ungern solche Holzscheite da liegen. Ach so, das müssen wir noch machen hier, genau. Aber dafür brauchen wir ja auch viel Erde. Die Glaskugel. Das Rezept ist, glaube ich, heute fertig, wenn ich mich richtig erinnere. Genau, das war das, was ich jetzt am Anfang meinte. Nämlich, ich habe bei der Aufnahme, beziehungsweise beim Schneiden, ist mir dann aufgefallen, weil ich ja die ganze Zeit gedacht habe, mal gucken, wie wir das dann rausfinden mit Vivian und so weiter. Aber ich bin ja auch doof, das ist ja eine Zauberformel. Da steht zwar, wie kannst du sie erlernen, aber normalerweise müsste das ja einfach nachlesbar sein, denke ich mal. So, Geld dafür, das ist nicht das Thema, das kriege ich hin. Aber ich habe immer noch nicht die Dinger hier.
Holz brauche ich übrigens auch. Okay, Holz und, was ist das, Eisen oder? Ja, das ist Eisen. Da müsste ich auch noch mal in die Mine reingehen. Na gut. Dann würde ich sagen, räumen wir die kleinen Bäumchen hier noch mal kurz weg. Achso, da war auch eins. Okay, ich habe ich nicht gesehen. Ist okay. Oh nein, komm schon. Nimm doch erstmal das, Mann. So. Ich hoffe, dass die jetzt nicht wieder direkt nachkommen. Ich glaube, die hatte ich schon mal angeschlagen. Hier kann das sein, weil das jetzt doch relativ schnell so ein bisschen auseinanderbricht. What's this? A recipe? Okay. Vom persischen Liebeskuchen. Okay. Dann können wir den auch schon mal machen. Sehr schön. Ich weiß nicht, ob wir hier endlos Rezepte bekommen oder ob wir nur so viele Rezepte bekommen. Ja, wie wir im Endeffekt auch machen können. Also wie wir jetzt zum Beispiel kaufen können oder so. Ich gehe jetzt noch. Hello again. Oh, I was hoping you'd be out. I found some of your grandmother's papers inside my workshop. They must have gotten dislodged from the journal she had me fix up. You know, you look sort of like someone I. Yes. Well, all of us look like other people, statistically. Anyway, scribbled on one sheet is a list of ingredients for some ritual item. Very strange. Yes, very. Well, I'm off. Lots of books to sell. Lovely chatting. Nein, bleib doch stehen. The title is Charm, Fealty to the Fair Folk. This must be it. Ach so. Und ich habe gerade noch so schön geredet und geredet und das sehen wir bestimmt, wenn wir da unten reingehen. Ja, so geht's auch. Treue zu den Feen. Ja, geil. Ich meine, wir müssen jetzt trotzdem reingehen, weil sonst können wir das ja alles nicht machen. So, den müssen wir erstmal einsammeln. Glaskugeltrank und benutzen. Und jetzt muss ich mal schauen hier. Wo können wir denn? Hier ist das genau. Treue zu den Feen. Oh nein, davon habe ich zuletzt noch einen verkauft. Oh. Ich brauche dreimal, gibt es da unterschiedliche von? Dreimal einen normalen Amethysten. Ah. Aber ich muss erstmal kurz das mit der Kugel hier machen. Ach so, Moment. Ich weiß jetzt aber gerade gar nicht, um das Lieblingsgericht des Wahrsagers herauszufinden. Okay, das Lieblingsgericht. Oh, den können wir jetzt auch. Ah, das ist ja cool. Das Lieblingsgericht des Wahrsagers. Wo ist denn Shelby? Hier. Oh, I think I see something. Und was ist das? Kann man nicht sehen? Doch, Fischeintopf. Das muss ich mir mal eben aufschreiben. Fischeintopf. Ich weiß nämlich nicht, ob wir das eventuell machen müssen oder ob wir das nur herausfinden müssen. Ja, ich wollte eigentlich auf Hurra gehen. So, okay, das wäre dann die Antwort auf meine Frage. Mache Fischeintopf für den Wahrsager. Ja, das ist wirklich geil, aber das ist blöd vom Rezept her, glaube ich, ne? Glaskugeltrank? Nee, eine rote Farbe habe ich noch. Dann machen wir noch einmal Kupferessenz. Wenn wir denn genug dafür haben. Ja, natürlich haben wir da genug für. Dann lassen wir das schon mal brodeln, falls wir das nochmal brauchen sollten. So, dann die andere Frage wäre, habe ich noch Fischstäbchen so am Rande? Zucker könnte ich übrigens auch herstellen, fällt mir gerade ein. So. Am Fischeintopf. Jetzt weiß ich gar nicht mehr. Doch, das war's, glaube ich, ne? Da brauche ich sogar den Tintenfisch für. Okay. Und diese. Nee, grünen Bohnen sind das. Oh, okay. Gut, dann haben wir das auch schon mal. Frage ist, können wir tatsächlich noch Fischstäbchen machen oder irgendwas anderes? Da Disteln haben wir nicht mehr. Den Tee könnten wir erst besorgen, wenn wir bei ihm mehr gekauft haben. Aber Zitrone, ich bräuchte ein Zitronenbäumchen oder sowas. Aber ich weiß nicht, wo ich das herbekommen soll. Ich kann das ja schlecht beim Thomas klauen. Also, da sind die Fischstäbchen jetzt hin. Ich habe gerade festgestellt, dass man das auch direkt schon hier unten sehen kann, ob man den Fisch hat oder nicht. Aber ich habe anscheinend gar keine Fische im Moment.
Naja. Nur diesen Tintenfisch. Naja, gut, okay. Da müssen wir uns da auf jeden Fall auch nochmal drum kümmern, aber das machen wir dann später. Dann müsste ich allerdings nochmal in die Mine gehen und müsste gucken, dass ich zweimal Edelsteine bekomme. Ich bin gerade am Überlegen. Ich glaube, das war jetzt alles, um diesen Zauber für die Feen herzustellen, ne? Da müsste ich ja rein theoretisch in eine komplett neue Welt rein. Also was heißt neu? In diese Welt, wo ich hingezogen worden bin, müsste ich ja reinkommen, theoretisch, ne? Nehme ich mal an. So, jetzt ist die große Frage. Natürlich bekomme ich wieder nicht das, was ich brauche. Das war klar. Warum sollte ich auch? Da ist noch ein Pilz. Oh Moment, da vorne war aber auch noch so ein kleiner, den ich nehmen konnte. So. Jetzt haben wir natürlich nicht so oft das Zeug gefunden eigentlich, wenn wir hier unten waren, sondern wahrscheinlich öfter die Kohle, mit der ich im Moment noch überhaupt nichts... Ach doch, Moment, die Kohle war doch für... War die nicht für die Tinte? Kann das sein? Oh, jetzt kriege ich wirklich alles, was ich nicht brauche. Also in dem Fall jetzt nur Kohle. Aber nichts von dem, was ich brauche. Das ist doch... Erdbeer-Shortcake habe ich übrigens gestern mal probiert. Der macht ziemlich viel, wie ihr sehen könnt. Also wenn ihr den bekommt, den solltet ihr euch auf jeden Fall aufbewahren für solche Momente wie jetzt, wo ihr dann dringend nochmal was Ausdauer braucht, um was zu machen. Ey, das kann doch nicht sein. Ist jetzt hier nur Kohle oder was? Weil in den Etagen darunter habe ich doch immer was anderes gehabt. Also immer mal wieder, sagen wir es mal so, was anderes gehabt. Also sprich, einen Edelstein auch mal drin gehabt. Und das Problem ist, wir brauchen ja zwei Edelsteine jetzt. Also ich würde sagen, dass ich ja nochmal so ein bisschen farme. Und ich werde euch dann gleich hinzuholen, wenn ich hoffentlich genug gefunden habe. Bis gleich. Nein. Ah, aber ich habe einen Topaz entdeckt. Den hatte ich auf dieser Ebene noch nicht. Yes. Oh, ich dachte eigentlich, dass wir auf Ebene 10 schon Amethysten gefunden hatten. Aber offenbar haben wir das noch nicht. Das war jetzt ein Glückstreffer. Oh Gott. Ja, meine Stimme ist gerade auch völlig im Eimer. Ich bin jetzt gerade so aufgeregt. Also, wir können erstmal Dung holen, sehe ich jetzt gerade. Und neuen herstellen. Das ist ganz wichtig. Da brauchen wir nämlich ganz viel von. So. Dann können wir jetzt theoretisch reingehen. Was ist denn da? Das Feuer ist an. Ist das uns auch immer an gewesen? Wenn ja, ist mir das ehrlich gesagt noch nie aufgefallen. Hier war das, glaube ich, ne? Genau. Boah. Sage diese Zauberformel auf, um den Feen die Treue zu schwören und Zugang zu ihrer Welt zu erhalten. Aber das brauchen wir, denke ich mal, nur einmal. Jetzt ist es auch schon weg. Okay. Übrigens, ja, die Tinte wird aus Kohle hergestellt. Ist mir gerade aufgefallen. Ich würde sagen, da wir jetzt so viel davon gemacht haben, stellen wir jetzt auch nochmal 10 Tinte her, falls wir die nochmal für irgendwas brauchen. So. Dann haben wir ja alles, was wir brauchen, um in See zu stechen. Und es tut mir leid, so gerne ich jetzt auch mit den anderen Leuten reden möchte. Ich möchte wirklich das jetzt als erstes mit euch machen. Ich bin so aufgeregt. Here goes nothing. Tara, you've returned. I knew you could do it. And I knew I'd seen you somewhere before. I live in milk water my foot.
It's the wild boat. Huh, and look, the wildling. Ah, Terra. Do you have the customary charm? Oh, here it is. So what does this do, anyway? Oh, if you break the charm, it reveals your location. A fascinating little gadget. And if you ever endanger our secrecy here, we will know exactly where to find you. But where am I exactly? Oh, where are our manners? Yes, you're in Ravenwood Hollow, our hidden little home. Das ist so schön hier. You already know me as a human, but under the moon, I take a slightly more wolfish form. You may call me Perry. I'm a fairy, and I run the apothecary. What? It's not even that funny. We've met, course. Oh, but not formally. I'm Zephyr, of the Grimspark Goblins. I'm Ariel. I would like you more if you were scaly or furry or had wings, but you'll do. Wow. I've never seen this place on a map of Fairhaven. Technically, we're not in Fairhaven. This place exists between a point in the human world, that's Fairhaven, and a point in the Fey world, the Gloaming. Don't tell me. Another place everyone failed to mention. Come speak with me later. There are things about the Fey world you must know. So you are the Fey? Yes, and we don't let many into our home. Not even all witches. But you brought me here during the summer festival. Actually, we haven't been able to untie that particular knot. What Zephyr means is none of us brought you here. We still don't know how it happened. Great. Love that there's a unsolved mystery centering around me, being flung through space-time. Ooh, spicy! Just like your grandmother. Now that you've been formally received into Ravenwood Hollow, you can come and go as you like. Just remember, never reveal our existence to anyone. Ich könnte gerade einen Salto rückwärts machen vor Freude. Ah, Aufgabe abgeschlossen. Wie geil ist das denn? Nein, Wesley, lauf nicht weg. Du sollst doch mein zukünftiger Ehemann werden. Bleib hier. Ah. So, were you born in Ravenwood Hollow? Not at all. I grew up in a tiny town in Alaska. And my parents are decidedly human. The story of how I ended up here is quite complicated. Ja, meine Story ist auch ziemlich kompliziert. Ich kann bei dir sogar was... Pergament, 10 Euro. Rezept, Nachtbeschwörungszauber. Diese Zauberformel stellt die Uhr auf 19 Uhr vor. Naja, gut, ich sag mal, sowas braucht man ja eigentlich nicht. Windbeschwörungszauber. Um den Wind wehen zu lassen, hält einen Tag. Sonnentagzauber. Um schlechtes Wetter zu vertreiben und die Sonne oder den Mond scheinen zu lassen, hält einen Tag. Die sind aber ganz schön teuer, ne? Kleine Dinge länger anziehen. Eine Zauberformel, die dafür sorgt, dass Holz, Steine, Muscheln und andere kleine Dinge in der Nähe direkt in deine Tasche springen, hält eine Woche. Das hört sich aber interessant an. Längerer Temposchub. Du hast es eilig, liest diese Zauberformel, um deinen Schritten mehr Schwung zu geben. Hält eine Woche an. Also das mit der Geschwindigkeit, das würde mich ja echt mal interessieren. Das mit dem Anziehen auch. Ich kaufe das. Ach nee, kann ich ja jetzt nicht kaufen. Ne? Ach nein, zum Freischalten mehr kaufen. Ah, beziehungsweise mehr verkaufen. Was kann ich denn überhaupt verkaufen? Zeit anhalten. Ach so, ich muss dann quasi... Könntest du auch verkaufen? Okay. Ich habe einmal die von Zeit einhalten. Ich muss mal gucken, welche davon nicht so schwierig sind. Also, wo ich dann nicht so komplizierte Sachen für brauche. Das sieht alles so geil aus hier. Oh, ich möchte gerne hier einziehen. Shelby! Das war nicht Shelby, hallo? You've never been in a real apothecary, have you? This isn't some pharmacy run by mortal doctors. Careful what you touch. I work with sensitive ingredients. I will. Promise. By the way, what exactly are you, Perry? A pixie? I am a fairy. To call me diminutive is an insult. Sorry.
Sorry. I have a lot to learn about Ravenwood Hollow. Now that is a fact. By the way, thank you for the honey you gave us during the summer festival. Honey makes a perfect reagent. You're welcome. It's nice to get to know the fairy it went to. Oh, if you ever need potion supplies, come visit me. My ingredients are the finest in Ravenwood Hollow. I will. Oh, das ist geil. Oh Gott. Die hat auch Alraunen hier. Allerdings gerade nicht auf Lager. Minze könnte ich verkaufen. Rosenwasser könnte... Nee, Moment, das sind die Sachen, die ich kaufen kann. Rosenwasser könnte ich kaufen und Tannenzapfen. Das ist gut zu wissen, wenn man mal was braucht. Oh, und für 110 könnte ich sogar einen Belebungstrank kaufen. Das ist wirklich gut zu wissen. Was ist das denn? Anemoneblume. Okay, also wir haben quasi nur nichts, um das jetzt hier zu leveln. Können wir dich jetzt doch mal ansprechen? What did you think of Otto's speech, Shelby? I don't like it. I've seen this all before, even after the war, when there were troubles. Whoever was in charge would point to us as the source of their problems. That's what they do. So their people don't notice their failure at managing things is the real reason. Achso, nein, verkaufen wollte ich jetzt nichts. Schade, ich habe jetzt gedacht, dass er jetzt irgendwas hier drüber sagt oder so. Hier kommen wir nicht rein. Hier ist alles zu. Da können wir aber noch rein. Ach, da ist der eine. Wow. You may stare, I have wondrous ankles. This is my watchpost. I keep a lookout for wild animals who may be wounded or otherwise in danger. Come visit me if you ever want to learn how to commune with all of nature's creatures. Gibt's dafür einen Zauberspruch? Oh, das ist so geil. Oh, ich bin hier gerade total von den Socken irgendwie. Das ist so geil hier. Ich sage ja, ich möchte gerne mein Haus hier haben. Also, oh, kann man hier eigentlich auch angeln oder sowas? Wahrscheinlich nicht, ne? Also hier unten ist auf jeden Fall, sehe ich jetzt keine Angelstelle. Viel Wasser, ja. Da war doch noch, genau, diese pinke Elfe. Wo ist die denn? Ach, die ist hier. Oh, gosh, I just love meeting new witches who grew up outside Fairhaven. You must have so many stories about the city. People keep thinking that, but my life has been 1,000 times more exciting since moving here. Das ist richtig. Das sieht auch mal krass aus hier. Die will bestimmt auch noch irgendwelche Edelsteine oder sowas von mir haben. Oh, das ist so geil. Ich will gar nicht wieder weg. Oh, Moment, was steht denn hier noch drin? Ich sehe dich. Ach so, ja, bringe aber zum Wahrsager. Das heißt, ich muss... Oh, wir haben schon 2:30. Ich muss gucken, dass ich mit der Ärztin noch... Aber wir haben Samstag, ne? Da ist sie, glaube ich, gar nicht da. Ist hier auch so ein... Ja... Okay, was ist das denn? Whisky im Mondlicht. Es ist tragisch, dass die Bahn nur abends geöffnet ist. Ich hatte schon so lange keinen guten Whisky mehr. Oh, ich weiß nicht, wie lange. Also Whisky, das muss ich mir mal merken, dass wir den mal machen. Vielleicht ist das ja auch sein Lieblingsgetränk oder so, man weiß es nicht. Oh, ist das cool, ist das cool, ist das cool. Ich bin gerade so... Oh. Oh. Okay, ach so, zur Ärztin muss ich ja eigentlich noch. Aber wir gucken noch mal eben... So, halt, nein, ich habe gerade was gesehen. Wir haben den Teil hier noch gar nicht nachgeschaut. Da war nämlich noch... Nein, lass doch mal die Finger davon, dass man das nicht abbrechen kann, Mann. Man steht direkt am Unkraut, klickt da drauf und die geht dann plötzlich irgendwie zu was anderem hin. Das ist manchmal ein wenig nervig. Den nehmen wir auch mit, weil er halt... Weil es da halt dreimal Holz gibt für einmal. Ach so, stimmt, fürs Gemüsefeld brauchen wir ja auch noch Holz. Wobei wir das zur Not ja auch später machen können. Aber wenn man das mal eben so nebenbei immer mal wieder machen kann, dann ist das ja nicht schlecht. Jetzt weiß ich nicht, ob Thomas überhaupt da ist. Vielleicht sitzt er unter der Veranda, weil es ist ja jetzt gerade stark am Regnen. Oh nee, er guckt nach seinen Äpfeln. Thomas, ich brauche Zitrone. Kann ich die vielleicht irgendwann mal von dir kaufen oder zeig mir einfach, wie ich so ein Bäumchen machen kann? You know, I was the summertide star once. Are you joking? Honestly, I can't tell if you're joking. Excuse you, Tara.
Anybody can be the Summertide Star. It's all about the attitude. Okay. ich muss mal schauen. Nee, das sind. Ach so. Hatte die Baumwollsamen. Oh. Dann kaufen wir doch mal direkt zwei. Das habe ich total vergessen. Und ich habe mich immer gewundert, warum ich keine bekomme. Oh. Nee, ich würde sagen, den Teil. Ach so, sie ist aber noch hier. Moment, mit ihr sprechen wir noch kurz. Every year we spend so much time preparing the summer festival and then it goes by in a blink. Yup, sure did. My Nona used to say the same thing about making the Passover Seder, but all the hard work is worth it if it brings the ones you love together. Ja. The Onsen is officially my favorite place in Fairhaven. Only one person allowed at a time or you're breaking the rules. It's perfect. Okay. Ja, stimmt ja, hat sie ja gesagt, ne? Nur eine Person. Ach so, wegen Köder müssten wir auch nochmal gucken. Also ich angel jetzt hier an der einen Stelle nochmal eben, weil ich gesehen habe, dass da zwei von diesen Krustentieren unten drin hängen. Oh yeah! Vielleicht haben wir ja auch ein bisschen Glück. Oh ne, eine Venusmuschel. Ich meine, ist auch irgendwie eine Art von Glück, aber ist nicht das, was ich jetzt erhofft hatte, sagen wir es mal so. So, noch eine Kokosnuss. Oh, Bananen haben wir auch noch, sehr schön. Dann haben wir hier noch einen großen Fisch. Dann sag mir bitte, dass es auch beim Fisch bleibt. Weil wir müssen ja noch ganz, ganz viel Geld machen. Oh. Oh, got one. Ich meine, ich mag es natürlich, Rezepte zu bekommen, aber ich habe ja schon mehrfach erwähnt, dass wenn man denn Fische angeln möchte... Ach so. Dass es dann immer blöd ist, wenn man... Ich habe gerade vergessen, was ich sagen wollte. Mir ist gerade aufgefallen, wir haben ja jetzt einen Zauber benutzt, also unseren Zauberstab. Deswegen ist das oben jetzt etwas runtergegangen. Ah. Gut zu wissen. Das heißt, jedes Mal, wenn wir jetzt dahin fahren quasi... Oh ja, heute ist ja Limonadenstand. Stimmt ja. Moment, reden wir erstmal mit dir, sonst haust du bestimmt wieder ab. I didn't come here for acceptance as much as I wanted a fresh start. Somehow, I still managed to get both. Ja, das ist doch schön. How are things going on the farm? I love having fresh summer produce in the shop. I have no idea how Hazel managed it, but her vegetables were always the best. So, da wir ja leider immer noch keinen Weizen anpflanzen können. Ach nee, Mehl hatten wir noch gekauft. Okay, dann brauchen wir hier eigentlich gar nichts mehr zu holen. Ja, die Erdbeersamen, das will ich eigentlich nur für alle Fälle mal haben. Also die Erdbeeren, die ich jetzt gerade angepflanzt habe. Wir gucken erstmal hier. You two look real professional. Let me snap a photo. Dad, we're working. Hey, it's Era. Want some lemonade? You get a discount because you helped us. I sure do. Mmm. Fünfmal Limonade, sehr schön. Ja, dann haben wir das auch schon mal abgeschlossen. Oof, not a very good day for surfing, huh? Au contraire, my dude. As long as there's not too much lightning, it's fine to hit the water. I mean, you're already wet, so what's a little rain? You just gotta be careful afterwards. Rain makes all the trash wash up on shore. Bei ihm können wir ja eigentlich nur... Moment, Granatapfelsetzling? Apfelbaumsetzling? Zitronenbaumsetzling? Ah! Das ist geil! Wechselt das immer oder muss ich das freischalten? Da habe ich noch gar nicht drauf geachtet. Wir kaufen den jetzt, ist mir scheißegal. Oh, wie geil. Ja, ich weiß halt nicht, was jetzt mit dem Stoff ist. Ich meine, wir brauchen einen Stoff, um die Seide herzustellen. Aber ich bin mir nicht sicher. Ich lasse den erstmal noch drin. Oh, Moment, bevor du mir hier zumachst.
Erstmal kurz zu dir und... When the days got the longest, my dad would leave out milk for the fairies. I thought it was foolish. But sometimes, well, do you ever wonder if fairies are real? No, no, definitely not. Never. Nein, natürlich nicht. Wir wissen es nämlich. So, nehmen wir nochmal 13 dazu. Dann haben wir auf jeden Fall auch erstmal wieder genug für eine Runde zum Angeln. Sprechen wir mit dir nochmal schnell. Hey, congrats, Summertide Star. Hazel would have been proud. Thanks. Demon? Did you see anything out of the ordinary last night? Yeah, I saw Bruno go home without drinking a drop all night. I think Otto's been on his case again. Ja. Guter Freund geht hoch. Das ist schon mal gut. Ah, sie hat geöffnet. Sehr schön. Dann kann ich das auch abschließen. Do you have the cotton yet? Yep. Thank you so much. I can let the kids have their bikes and skateboards back now. Wait, you actually did confiscate them? They listened to you? People always do what I tell them to do. Is that strange? Anyway, here's something for your efforts. Thanks. Oh, danke schön. Das ist schon gut Geld. Emmy and Finn are quite generous with the sugar in their lemonade. I'm glad I'm the town doctor, not the dentist. Zucker ist nicht gut. Für die Gesundheit nicht, für die Zähne nicht. Generell ist es nicht gut. Okay. Viel haben wir eigentlich nicht mehr zu tun, oder? I love taking walks in the fresh air. The body must be healthy to sustain the climb up the mountain. Oh, so do you hike up the actual mountain past my farm then? You're funny. Was ist denn daran lustig? Kann doch sein. Okay, dann müssen wir ja sowieso eigentlich noch mal in den Wald. Wir reden noch mal mit dem... Nee, der hat geschlossen. Wir haben Samstag. Ja, ja, ja. Frage ist, hat die Schmiedin geöffnet? Oh, Blumen werden auf jeden Fall verkauft. My father called me a few days ago. Is it messed up that I'm still angry at him sometimes? Definitely not. He missed out on spending time with some amazing people. Okay, ich frag mich ja immer, ach, bei der kann ich Honig verkaufen. Ah. Oder theoretisch könnte ich auch Blumen verkaufen. Dafür müsste ich allerdings erstmal welche anpflanzen. Von denen habe ich noch einmal, ne? Sonnenblume würde ich 20 für bekommen, für die würde ich 10 bekommen. Also schätze ich mal, Sonnenblume wäre jetzt wahrscheinlich das Beste. Da habe ich jetzt gar keine mehr von. Kaufen wir mal 2 Stück davon. Und dann schaue ich mal nach, ob ich damit irgendwie den Laden vielleicht noch leveln kann. Da müssen wir noch rein. You'd think working with teeny tiny jewels would translate to Francis having some precision in the kitchen, but it doesn't. Don't get me wrong, my boo can cook, but there's a 50-50 chance of him getting injured. Signature dishes or might need stitches. There's no in between. Ja, das hatten wir ja schon mal. Okay, dann gehen wir zu ihm noch mal kurz rein. That lemonade stand is cute. But it also seems like it's bringing Lena and Parker together more often. Not to be a gossip, but they don't spend that much time with each other, do they? Mhm. Er ist ja keine Quatschtante, so, so. Okay, sie hat geöffnet, dann können wir mit ihr auch nochmal kurz reden. You know what? I might swing by the bar tonight. It's perfect weather for sipping a beer and listening to the rainfall. Ja, das war wirklich kurz. Dann würde ich sagen, ich weiß, ich habe den Ranger jetzt vergessen. Mal gucken, ob wir das noch auf dem Rückweg schaffen. Ich würde trotzdem sagen, dass wir uns jetzt erstmal aufmachen Richtung Wald, weil da müssen wir ja noch, doch dem Wahrsager stand da drin, ne? Zum Wahrsager, ja, da müssen wir das abends machen, beziehungsweise nachts.
So, ich musste leider einen kleinen Cut machen, weil mir eine blöde Minifliege in die Nase geflogen ist. Hört euch erstmal den Dialog hier an. Parker and Lena's twins have real entrepreneurial spirit. Of course, they're spirited in general. Sometimes too much. So, was ich aber eigentlich sagen wollte, wir treffen uns gleich wieder, wenn es dunkel ist. Bis gleich. Finn's decided he wants to knit Lena's dad a pair of socks. Now, he could use a project, and I'm sure Marcus would love them, but I'm just not keen on introducing Finn to pointy objects right now. Ja, und wir haben Nacht und was mir eben erst aufgefallen ist, wir können auch wieder Mondblumen sammeln. Ich sag jetzt schon mal, es tut mir leid, dass die Folge hier so extrem lange wird heute. Deswegen versuche ich es auch jetzt am Ende nicht ganz so lange zu halten. Aber ich möchte natürlich auch alles dann schaffen, was ich mir heute vorgenommen habe. Here you go. One fish stew. Well, that smells just fine. I thank you. Here's some more of that crystal ball potion. You'll need it. Nein, jetzt hat er mir was gegeben davon. Ja, super. Have you been using that crystal ball? It'll help you get to know the folks in town. If that's actually something you want to do. Tja, falls ich das überhaupt will. I had a chat with REO about what the fairy folk actually want for offerings. These days, even they have modern taste. Das ist auf jeden Fall mein neuer Dialog. The forest is full of useful ingredients for potions. Do not neglect its bounty. Okay. So if I use my boat to get to Ravenwood Hollow, how does everyone else get there? A different form of transportation reveals itself to each of us over time. Mine, for example, is a funicular, and no one can see it but me. Wow. I thought my boat was cool. Now I find out that I could have had a bullet train or a penny farthing bike. Ja, ich finde das Boot eigentlich ziemlich cool. Das war die Sache mit dem Honig, ne? Genau. Aber dafür haben wir ja einiges schon freigeräumt von unseren Aufgaben. Das finde ich richtig klasse. It took me ages to get this far in the coven. But don't give up. You'll get the hang of it. Schauen wir mal eben. Tun wir da irgendwas? Ich meine, ich würde gerne mal ausprobieren, Blaubeeren zum Beispiel. Die kriegen wir immer wieder. Ob das irgendeine Auswirkung hat? Doch ein bisschen. Anscheinend schon. Spenden wir mal zwei. Okay, zwei Blaubeeren und das Ganze ist wieder voll. Ja, das ist doch klasse. Dann würde ich sagen, ich verabschiede mich erstmal für heute und dass wir uns dann in der nächsten Folge wiedersehen. Bis dann. Ciao. I'm sleepy. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann kannst du mich auch gerne abonnieren.